Und willkommen zurück beim Witcher. Ja, wir sollten uns auf der Insel treffen und Avalachs Labor uns begutachten. Der Gute. Kann man eigentlich gar mit ihm reden? Oh. Ja, Geralt. Du hast Ciri eingesperrt, als du sie zum ersten Mal getroffen hast. Jetzt beschützt du sie und bekämpfst deinesgleichen. Ziemliche Kehrtwende. Erstens habe ich sie nicht eingesperrt. Sie hat mich gefunden. Es war ihr Schicksal. Ja, natürlich. Und zweitens, warum hilfst du ihr? Weil sie eine Gefahr ist. Eine tödliche. Du siehst in ihr einen Menschen, einen Schützling, sogar eine Tochter. Ich sehe in ihr das ältere Blut. Eine Kraft, die die Welt zerstören kann, die unter keinen Umständen in Eredins machtgierige Hände fallen darf. Unsere Motive sind verschieden, ja. Und doch verfolgen wir dasselbe Ziel. Es wäre gut, wenn du mir vertraust. Oder es zumindest versuchst. Geht es Margarita besser? Ich konnte die Geweberegeneration beschleunigen. Sie fühlt sich viel besser. Wir sollten Eredin so schnell wie möglich herbringen. Sonst steht zu befürchten, dass deine Zauberinnen sich noch zerstreiten. Oh, das glaube ich. Leb wohl. Ich wollte ja eigentlich nur gucken, ob ich bei ihm reden kann über... Ja, Geralt? Über halt so die Sachen. Wie läuft's denn so? Wie, das ist ja eine super Frage. Läuft's denn so? Der Kampf fordert jeden hier. Du weißt, was ich meine. Was soll ich denn sagen? Ich wusste, dass du und Yennefer, dass ihr wieder zusammenkommen würdet. Es war von vornherein sinnlos. Sieht so aus. Ich will nur nicht, dass du... Lassen wir es gut sein, ja? Ich muss mich auf andere Dinge konzentrieren. In Ordnung. Verstanden. Ja, bis dann, Triss. Gut, ja, ich war ja eigentlich nur bei Avalach, weil ich wissen wollte, ob ich ihm eventuell irgendwas so... Und keiner kam aus... Ich hab gehört, was gestern statt der Fische die Nilfgaarde angebissen hat. Ob ich ihn irgendwas zu seinem Labor fragen kann. Kann ich nicht. Interessant. Jo. 109 Fragezeichen. Ja, die werde ich auch nicht mehr alle aufdecken. Nee, also wie gesagt, die gucke ich mir jetzt wirklich nicht mehr an. Ja, dann gucken wir uns doch mal sein Labor an. Irgendwie habe ich ein bisschen Angst, dass die Viecher gleich uns angreifen. Ich glaube, wir finden da drinnen was Interessantes. Wie willst du die Barriere aufheben? Adlan Kerks Inklusion müsste es tun. Kennst du den Zauber noch? Ich weiß noch, wie du ihn mir beigebracht hast. Und wie ich dachte, was für eine eingebildete kalte Giftnudel du bist. Na, wir wollen doch nicht sentimental werden. Hallo. Und irgendwelche belastenden Briefe? Keller voller Leichen? Wir haben die Tür noch nicht geöffnet. Da ist eine hochkomplexe magische Barriere. Versuchen wir es. Nicht die Viecher werden uns angreifen. Liegen. Wir haben die Wache geweckt. Ich kümmere mich. Ich versuche, durch die Barriere zu kommen. Ja. Mal sehen, was Avalach tatsächlich vorhat. Komm! Peter? Gemütlich. Sieht gar nicht aus wie ein Labor. Das beweist nichts. Wir müssen uns umsehen. Bisschen schäbig, findet ihr nicht?
So in seinen Papieren zu wühlen? Das war doch deine Idee, meine Liebe. Ein Porträt von Ciri, glaube ich. Nein, das bin ich nicht. Wo ist die Narbe? Natürlich bist du das. Er hat dich gut getroffen. Bist du sicher, dass Avalach nur an deinen magischen Fähigkeiten interessiert ist? Sehr witzig. Ja, da müssen wir jetzt hier das Arkunden-Labor. Da war doch gerade eben jemand hier. Avalachs Assistent vielleicht? Nein, irgendwie bezweifle ich, dass Avalach einen hat. Ein Destillat? Riecht nach... Verbena. Aha. Aha, was? Noch nichts. Manchmal gehst du mir ziemlich auf die Nerven. Kräuter? Nicht sehr verfänglich. Warte, wir sind noch nicht mit dem Labor fertig. Ja. Oh, wusste gar nicht, dass er wild auf Süßes ist. Als hätte ich das Schlafzimmer von jemandem betreten. Üblich, wir nehmen alles mit. Yen! Was haben wir denn entdeckt? Ah. Ein riesiger Stammbaum, wenn ich es richtig Stammbaum sehe. Stammbaum des Enhen Ichier, des älteren Blutes, von Lara Dorn. Bis zu mir. Du hast mir nie den ganzen Stammbaum gezeigt. Ich wusste nicht, dass Wiedemond von Edirn auch mein Vorfahr war. War das der, der seine Töchter mit einem glühenden Eisen bestraft hat? Oder hat er seinem Vater die Augen ausgestochen? Der mit den Töchtern. Nicht mal ich habe bisher die vollständige Version gesehen. Offenbar hat Avalach alle Pfade des Lara-Gens analysiert. Auch die, die wir für ausgestorben hielten. Er hat sie nur analysiert? Glaubst du das wirklich? Wenn er unseren Magiern auch nur entfernt ähnelt, bezweifle ich, dass er sich zurückgehalten und nur beobachtet hat, wie es Laras Nachfahren geht. Wir werden wohl nie erfahren, ob und wie viel die Elfen mit der Genmutation zu tun hatten. Hattest du was zu tun mit dem, was Geralt erwähnt hat? Dem Werk dieser menschlichen Magier? Natürlich nicht. Gut, sehen wir uns, seine Notizen an. Götter. Er hat über 2 Jahrhunderte damit verbracht. Er war der Erste, der das Lara-Gen studiert hat. Falka? Einige Einträge über Ciri. Aber richtig interessant wird es erst später. Hier, er hat tatsächlich versucht, eine Genmischung wie die von Ciri zu züchten. Aber eine ohne den menschlichen Anteil. Was soll das heißen? Dass ich mich nach Riesengläsern mit meinen Geschwistern drin umsehen darf? Sei nicht albern. Avalach ist nie so weit gekommen. Offenbar sind all seine Experimente fehlgeschlagen. Du bist einzigartig. Und darum müssen wir mit der wilden Jagd fertig werden. Suchen wir weiter. Mal sehen, ob wir nicht noch was Interessanteres finden. Oh, das war ja schon mal halbwegs aufschlussreich. Ein schönes Bild. Er hat sowas nicht in seiner Wohnung hängen. Also von sich selbst natürlich. Normaler Spiegel. Ich hätte ein verstecktes Portal erwartet. Elfen haben ein Händchen für Düfte. Da ist jemand. Hinter der Tür.
Na, wen treffen wir denn jetzt wieder? Wie seid ihr hier hineingekommen? Über Wege. Wer bist du? Das geht dich nichts an. Verschwindet, sofort. Du. Ich erinnere mich an dich. Von Tir Nalia. Bemerkenswert. Ich dachte, für euer Volk sehen alle Elfen gleich aus. Wenn ihr Avalach sucht, der ist nicht hier. Ich weiß. Und doch kommt ihr her? Wozu? Um ihn auszuspionieren? Er tut sein Bestes, um dich jedes Mal zu retten, wenn du was Dummes tust. Reicht das nicht? Was kannst du überhaupt davon wissen? Du würdest staunen. Er hat mir eine Menge über dich erzählt. Was denn zum Beispiel? Er sagte, du sähst Lara ähnlich. Was immer er gesehen hat, ich sehe es nicht. Als würde man versuchen, Wasser aus einer Schlammpfütze zu trinken. Aber ich kann mir denken, dass dieser Glaube ihm bei seiner Aufgabe hilft. Bei welcher Aufgabe? Meinst du, er rennt dir zum Spaß hinterher? Sogar mich macht dein Anblick krank. Unglaublich, wie deinesgleichen sich immer noch einbilden können, den Menschen überlegen zu sein, in irgendeiner Hinsicht. Sie ist kein Mensch. Sie ist ein degenerierter Mischling. Keine Wahl zu haben, so etwas benutzen zu müssen, wie erniedrigend. Noch ein Wort und... Was? Du änderst gar nichts. Sie muss tun, was sie tun muss. Dann ist Avalach sie endlich los. Wenn er mich so hasst, warum hat er es mir nicht ins Gesicht gesagt? Ciri, du hast dir doch wohl nicht geglaubt. Sie ist persönlich betroffen von der Sache. Das ist klar. Na und? Wenn sie mich so verachten, sollen sie mich doch in Ruhe lassen. Ciri. Was? Hast du Angst, dass ich die Bude hier einebne wie Kaer Morhen? Schade, dass ich das nicht absichtlich machen kann. Mir ist nämlich danach. Beruhige dich. Die Elfin hatte recht. Solltest du mich nicht aufmuntern? Du trägst Laras Gen. Daran kannst du nichts ändern. Du hast auch ihr Talent und ihre Kräfte geerbt. Diese Elfin würde ein Jahrhundert ihres Lebens dafür geben, so wie du zu sein. So hat sie aber nicht gewirkt. Eifersucht. Du wurdest mit einer großen Gabe geboren. Und nur du kannst entscheiden, wie du sie einsetzt. Was ist das? Eine Kette. Lara Dorns. Sie ist schön. Aber... Sie... ist dein. Tja. Ich weiß jetzt immer noch nicht wirklich, was hier Sache ist. Gehen wir. Ich kann diesen Ort nicht mehr sehen. Ich könnte mir vorstellen, dass der zweite Golem vorm Labor auf uns wartet. Aber mal gucken, sehen wir ja gleich. Oh, vielleicht auch nicht. Hallo, Ciri. Müssen wir sofort zum Boot zurück? Willst du noch etwas anderes sehen? Hier nicht. Auf Hindersfjall, in Lofoten. Da habe ich einen jungen Mann getroffen, Skjall. Und ich würde gerne... Was denn? Ciri,
Skial ist tot. Die wilde Jagd. Alle? Niemand hat überlebt? Skial ist später gestorben. Bist du sicher, dass er es war? Hast du ihn gesehen? Ich war dort. Ich habe seine Leiche gesehen. Besuchst du sein Grab mit mir? Ich will mich verabschieden. Ja. Ich gehe mit dir. Danke. Kannst du ein Portal nach Hindarsfjall öffnen? Kann ich. Doch gar nicht. Kann losgehen. Kommt bald wieder, ja? Ja, ja. Bis dann. Ja, ich hätte gedacht, dass wir jetzt vielleicht schon näher am Ende sind. Sehen wir uns um. Es müsste ja ein frischer Grabhügel sein. Danke, dass du mitgekommen bist. Ich kann Friedhöfe nicht leiden, schon gar nicht, wenn ich alleine bin. Wir sehen uns gemeinsam um. Komm. Lasse, Sohn von Njord. Olaf, Sohn von Ova. Inge, Tochter von Trotnir. Verdammt! Er ist nicht hier! Skjall hat kein Grab! Geralt, ich gehe erst, wenn ich ihn begraben habe. Denk nach! Die Leiche, was ist aus ihr geworden? Sie haben sie nicht verbrannt. Diese Ehre ist Königen und Helden vorbehalten. Im Garten haben sie ihn wohl auch nicht gelassen. Ah, diese Bastarde! Was? Hinter dem Dorf ist eine Grube. Da werfen sie Schafe rein, die an Klauenseuche krepiert sind. Nachts fressen Krabben an den Knochen. Wir heben jetzt also wohl selbst das Grab aus. Oder haben das schon gemacht? Auf Wiedersehen, Skjall. Was macht ihr da? Was ihr schon längst hätte tun sollen. Skjall begraben. Ihr begrabt den Feigling, ihr missachtet den Erlass der Ältesten. Ja. Fort mit euch, schert euch weg, ihr schändet unsere Gesetze. Die sind für uns nicht bindend. Klar, und Respekt vor unseren Gebräuchen habt ihr auch nicht. Der Feigling gehört in die Grube. Skjall hat euch verdammt nochmal das Leben gerettet. Die wilde Jagd war hinter mir her. Wenn Skjall mich nicht weggebracht hätte, dann wäre Lofoten jetzt ein Häufchen Asche. Was sollten die Geister denn von irgendeinem Mädel wollen, das... Ich bin nicht irgendein Mädel. Das erfährt jeder, der dieses Grab auch nur anrührt. Auf die harte Tour. Niemand wird es anrühren. Gräber zu entweihen, nun, das ist das Einzige, was die Ältesten noch härter bestrafen als die Flucht vom Schlachtfeld. Was du sagtest, wir wissen nicht, was da dran ist. Jetzt werden die Götter Skjall richten. Gut, dass wir hergekommen sind. Du hast ja keine Ahnung, wie sehr mir das auf dem Herzen lag. Wenigstens spucken sie jetzt nicht mehr auf seinen Namen. Gehen wir. Ja, dann gehen wir doch und dann geht's auch gleich weiter, hoffentlich. Mit der eigentlichen Geschichte und dem Sonnenstein. Zurück zum Boot. Mhm. Finde ich ganz gut, dass das Spiel einem da immer nochmal die Möglichkeit gibt, auch einfach mal zwischendurch was anderes zu machen.
Und wir sind wieder in Kiatrolde. Und dann sollen wir zu Philippa in den Elfenruinen. Da oben sind die. Dann würde ich sagen, speichern wir eben einmal. Und schnappen uns ein Bötchen. Übernehmen das Steuer und sagen, hey, ab damit, ab dafür. Oh, nee, eine Sache will ich. Kann ich auf dem Wasser meditieren? Ja, geht nicht.